Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und Treue hält ewiglich und niemals loslässt das Werk seiner Hände. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Der 16. Sonntag nach Trinitatis. Ostern mitten im Herbst, 24 Wochen nach Ostern, ein halbes Sonnenjahr später denken wir an Ostern. Wir feiern noch einmal die Lebensmacht Jesu, die den Tod besiegt hat. Wir hören den Wochenspruch aus dem 2. Timotheusbrief. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Thank you.
Wir beten mit Worten aus dem 68. Psalm. Die Gerechten freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Singet Gott, Lob singet seinem Namen. Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt. Er heißt Herr. Freuet euch vor ihm. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohl ergehe. Aber die Abtrünnigen bleiben im dürren Lande. Gelobet sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, einen Herrn, der vom Tode errettet. Gebt Gott die Macht. Seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht in den Wolken. Zu fürchten bist du, Gott, in deinem Heiligtum. Er ist Israels Gott. Er wird dem Volk Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir für die Ruhe der Nacht und das Aufstehen am Morgen. Wir freuen uns über das Leben in unserem Körper, über das Feuer unserer Seele und die Bewegungen unseres Geistes. Wir bitten dich, nimm alles von uns, was uns am Leben hindert, was die Freude raubt, was Angst macht und niederdrückt. Nimm du weg, was uns den Blick auf das Leben verstellt. Wir halten dir das in einem Moment der Stille hin. Lass uns nun ganz hier sein in deiner ewigen Gegenwart. Mach uns offen für dein Wort. Amen. Halleluja! Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, einen Herrn, der vom Tode errettet. Halleluja! Halleluja!
Evangelium steht bei Johannes im 11. Kapitel. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht: Heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr: Hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhöht hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Wir bekennen gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade und Friede sei mit uns, von Gott und von Jesus Christus, dem wir gehören. Amen. Liebe Gemeinde, im Evangelium haben wir es gerade gehört von der Auferweckung des Lazarus. Das Ich-Bin-Wort von Jesus klingt noch im Ohr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. In diesem Gottesdienst werden wir heute nochmal ausdrücklich an das Auferstehungsfest erinnert. Ein halbes Jahr nach Ostern. Die Epistel dieses Sonntags nimmt diesen Gedanken auf und ist zugleich der Predigttext und steht im 2. Timotheusbrief im 1. Kapitel. Der Autor dieses Briefes stellt sich in die Tradition des Paulus und tut so, als sei er Paulus. Aber der Brief, der ist viel später geschrieben worden, um die Wende zum 2. Jahrhundert, und da war Paulus schon längst tot. Aber die Autorität von Paulus und sein Gedankengut spiegeln sich immer wieder mit hinein. Das Christentum ist nicht mehr neu, sondern dabei, Tradition zu werden. Die beiden Timotheusbriefe gehören zu den sogenannten Pastoralbriefen, die an die frühe Gemeinde gerichtet sind, und sie beziehen sich oft eben auf das große Vorbild Paulus. Der Predigttext, der steigt nun direkt mit einem sehr bekannten Vers ein. Konfis wählen sich ihn zum Konfirmationsspruch. Eltern suchen ihn als Taufspruch für ihr Kind aus. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Was für ein riesiger Zuspruch. Er tut mir richtig gut. Es sind 1900 Jahre vergangen, seitdem der Text entstand, aber die Menschen an sich, die haben sich offensichtlich nicht groß geändert. Auch damals scheint es Angst gegeben zu haben, gegen die dieser Text angeht. Wir wissen nicht viel über den Menschen Timotheus. Es muss etwas geschehen sein, das ihn traurig macht und mit Angst erfüllt. Vielleicht ein Todesfall, der ihn in tiefe Trauer und Verzweiflung gestürzt hat. Ich finde den Beginn des Briefes total spannend, weil er viel über die Beziehung zwischen Timotheus und dem Briefeschreiber offenlegt, aber auch über Timotheus selbst. Hier schreibt ein Freund an seinen Freund. Ich denke ohne Unterlass an dich. Wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde, denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Luther übersetzt das griechische Wort deilia mit Furcht. Es bedeutet auch Feigheit oder Verzagtheit. Wer kennt das nicht? Dass man etwas nicht schafft, weil man Angst hat zu versagen. Aus Angst, jemand könnte einen nicht mehr mögen. Aus Angst, sich zu blamieren. Jeder und jede von uns kennt das bestimmt und könnte ein Lied davon singen. Wo warst du schon mal feige? Oder was schieben Sie gerade jetzt vor sich her, weil Sie noch keine Kraft gefunden haben, keinen Mut, dies anzupacken? Es braucht manchmal Zeit und viel Kraft, bis man diese Deilia, die Furcht, überwindet. Furcht ist ein Zeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist. Furcht macht klein und eng und verschließt mir den Blick für das, was mich umgibt. Aber der Furcht wird etwas entgegengesetzt, etwas, das anders ist, das stärker ist als sie. Wir werden heute genauso angesprochen wie Timotheus damals. Denn auch uns sind die Hände aufgelegt worden. Am Tag der Taufe. Da ist uns der Geist Gottes versprochen worden, zugesprochen worden. Für mich ist dieser Vers ein Lebensmittel, das mich satt macht. Die Worte geben mir Mut, erfüllen mich und machen mich fähig, den ersten Schritt zu wagen. Bei allem, was ansteht, bei allem, was schwer ist und eine Herausforderung für dich ist,
Gott hat dir nicht einen Geist der Feigheit gegeben. Du sollst dich nicht klein und ohnmächtig fühlen, sondern stark. Gegen die Angst wird ein Geist mit dreifacher Qualität gesetzt. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Geist der Kraft, im Griechischen steht Dynamis. An alten Fahrrädern, da gibt es noch ein Dynamo, was sich dreht und dadurch Energie gewinnt für das Licht am Fahrrad. Der Geist der Energie kann zum Beispiel stark werden, wenn man mit Freunden und Freundinnen zusammen ist, sich gut aufgehoben weiß, wo einem richtig warm ums Herz ist. Oder auch wenn man merkt, du kannst etwas, du weißt etwas, du lernst dazu, du kannst etwas ausrichten. Die Kraft, die steht nun nicht allein. Das könnte vielleicht sonst auch in Kraftmeierei ausarten. Der Geist der Kraft wird von Liebe und Besonnenheit eingerahmt. Der Geist der Liebe, griechisch Agape. Diese Liebe ist eine Grundhaltung von Wertschätzung und von liebevoller Zuwendung. Eine Haltung von innerem Beteiligtsein. Da geht dich ein anderer Mensch und dessen Schicksal innerlich an und berührt dich. Ursprung und Quelle dieser Liebe ist Gottes Liebe. Weil du geliebt bist, bedingungslos, einfach so, kannst du wieder lieben und voller Vertrauen in die Welt gehen und wahrnehmen, was um dich herum passiert und dann Stellung beziehen und handeln. Das dritte ist der Geist der Besonnenheit. Übersetzen kann man das mit Selbstbeherrschung, die Raum lässt für andere und deren Bedürfnisse. Es bedeutet auch vernünftig machen, klug machen. Auch das Mahnen im Sinne von guter Kommunikation untereinander klingt mit an. Bezogen ist das auf das Zusammenleben in der Gemeinde damals. Liebe Gemeinde, in der Corona-Zeit, da scheint mir die Besonnenheit wichtiger denn je. Es meint ein Abwägen, vorsichtig abwarten, zuhören und dann angemessene Entscheidungen zu treffen. Das richtige Maß zu finden, das ist eine große Aufgabe und das ist ein lebenslanges Ausprobieren. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Gottes Geist ist wie ein wunderbarer Dreiklang. Alle drei zusammen geben sich gegenseitig Raum und Stütze. In diesen wunderbaren Dreiklang stellt Gott mich und hofft, dass ich diesem Dreiklang in mir Platz schaffe. Eine Konfirmandin, die sich diesen Spruch ausgesucht hat, sagte einmal: Ich glaube, dass die Kraft der Liebe jede Angst besiegen kann. Der Brief geht weiter. Gott hat uns gerettet und uns gerufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Dieses unverdiente Wohlwollen ist jetzt sichtbar geworden, da unser Retter, der gesalbte Jesus, erschienen ist. Er hat den Tod entmachtet und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht, durch das Evangelium, die Botschaft der Rettung. Ich komme nochmal auf die Konfirmandin zurück, die sagte: Ich glaube, dass die Kraft der Liebe jede Angst verdrängen kann, tot machen kann, die Angst beiseite schieben kann, beseitigen kann. Wenn wir dem Freund von Timotheus Glauben schenken dürfen, dann gilt das sogar für die Angst vor dem Tod und den Todesmächten. Wo dieser Geist Gottes weht, öffnet sich ein weiter Raum, voller Offenheit und Unvoreingenommenheit, mit Neugierde auf Fremdes, auf Neues. Da macht die Liebe und Verbundenheit keinen Halt vor irgendeiner räumlichen oder zeitlichen Grenze. Auch nicht vor der Trennung durch Tod. Die Bibel ist voll von Geschichten und erzählt davon, wie Gottes Handeln Horizonte weit gemacht und Leben verwandelt hat. Wie Menschen, die in sich ganz verkrümmt waren, auf einmal aufsahen und aufrecht gehen können.
wie Menschen auferstehen konnten, nachdem sie wie tot waren. Wie sie das, was sie im alten Leben fest und gefangen hielt, loslassen können und neue Wege gehen können und sich neu entdecken können. Die Bibel erzählt auch, wie ihnen gemeinsam mit anderen neue Wege eröffnet wurden, die sie sich selber nie hätten vorstellen können. Manchmal vergessen wir das. Ich bin froh und dankbar, dass uns dieser Brief heute erreicht. Ich bin der Großmutter und Mutter von Timotheus sehr dankbar. Luise und Eunike, die ihrem Sohn und Enkel von Jesus und seiner Liebesmacht und Liebeskraft erzählt haben. Amen.
Gott, durch Jesus Christus hast du uns der Macht des Todes entrissen und hast uns gezeigt, was Leben bedeutet. Leben mit dir und Leben mit den Menschen, die uns nah oder fern sind. Wir loben dich für alles, was uns mit Leben erfüllt. Wir sehen auf unseren Alltag. Gott, lehre uns die Kunst, zu unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem. Lass uns Freiraum schaffen für uns selbst, unsere Familie, unsere Freundinnen und Freunde. Gib einen guten Rhythmus zwischen Muße und Anstrengungen, Unterhaltung und Bildung. Und gib uns Kraft und Beherztheit für das, was wirklich getan werden muss. Gott, du Quelle des Lebens, zeigen, wessen Geisteskinder wir sind, das möchten wir. Lass uns mit deinem Geist leben, Leben gestalten, uns in deinen Dreiklang stellen und gegen die Furcht aufstehen und uns aufrichten. Mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Lass dich spüren, wenn wir zu zaghaft werden und wenn andere Geister rufen, die nicht gut tun, uns nicht und den Menschen mit uns auch nicht. Gott, in der Stille vertrauen wir dir an, an was oder wen wir jetzt besonders denken. Wir beten gemeinsam weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
diesen Tag in die neue Woche und tut dies als Begeisterte, mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in euch. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe ihr Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.